So, hallo meine Lieben, hier wieder auf unserem Instagram-Account von der Stadtmaus. Und die Ersten werden wahrscheinlich schon feststellen, ich bin nicht Irene. Ich bin Jasmin und ich bin heute eure digitale Stadtmaus. Auch sehr ungewohnt für mich. Aber als allererstes darf ich euch natürlich begrüßen in der schönsten Stadt der Welt und vor einem sehr, sehr historischen Ort. Ich drehe mich auch gern mal ein bisschen, damit ihr schon mal erkennen könnt, wo wir denn überhaupt sind. So, manche von euch haben ja schon wahrscheinlich die letzten Tage zugeschaut. Ihr wisst schon, ihr dürft jederzeit natürlich alles fragen. Ich versuche auch jederzeit darauf einzugehen. Oder auch nach dem Stream könnt ihr gerne noch eure Kommentare auf Instagram oder auch auf Facebook posten, wo wir danach auch wieder den Livestream draufstellen. So, was möchte ich euch heute erzählen? Ja, ich möchte mit euch ein bisschen erstmal auf dieses Gebäude eingehen, denn das ist der Ort von einem Herrn, der Arbeitsplatz. Aber jetzt erstmal erstes, wo sind wir denn überhaupt? Leute, meine ganzen Regensburg-Experten. Hier, schöner Durchgang. Wo befinden wir uns denn? Vor allem auch da oben geht es auch noch hoch. Warten wir mal noch. Ich glaube, ihr wisst es schon. Ich habe es jedenfalls euch schon gesagt. Es ist der Arbeitsplatz eines Herrn, der Regensburg hier aufgemischt hat. Nämlich, es ist das alte Rathaus mit dem Reichssaal. Und dort war der Arbeitsplatz von unserem Sir George Etheridge. Sir George Etheridge, der war nämlich hier in Regensburg im 17. Jahrhundert. Genauer gesagt, 1686 war er hier für 3,5 Jahre. Er war Abgesandter aus London. Grundsätzlich, Regensburg war der Ort für den immerwährenden Reichstag. Da natürlich aber nicht die ganze Zeit der Kaiser oder andere Herrscher hier sein konnten, haben die eben Abgesandte. Ah, wunderbar, ich sehe schon. Perfekte Antwort, altes Rathaus. Sehr gut, ich weiß doch, ihr kennt euch aus. Grundsätzlich eben, gesagt, waren hier dann ab der Zeit des immerwährenden Reichstags Abgesandte da und auch eben unser Sir George. Sir George, 17. Jahrhundert, naja, der war jetzt London gewohnt. Und London war zu dem Zeitpunkt halt eine blühende Metropole, wo es regelmäßig halt die Nacht zum Tag gemacht worden ist. So, als jetzt Sir George hierher kam, sah die Welt ein bisschen anders aus. Da war es nämlich, ja, Regensburg eigentlich ein kleines Nest. Dementsprechend hat er jetzt selber versucht, Regensburg ein bisschen aufzumischen. Er hat zum Beispiel das gemacht, was jeder Student hier in Regensburg kennt und kann, nämlich Kneipenrallye. Nur leider ist er damit oft auch besoffen in der Gosse gelandet. So, was jetzt aber einige noch nicht wissen, Sir George hat auch ein bisschen Erfahrung mit der Situation, die wir hier gerade haben, nämlich der war auch ein bisschen seuchengeplagt. Nämlich 20 Jahre bevor er nach Regensburg kam, gab es die große Pestwelle in London 1665-66. Ja, dementsprechend für den ist die Situation heute gar nicht so vielleicht untypisch. Beziehungsweise wir haben uns dann von der Stadtmaus gefragt, was wird denn jetzt ein Sir George dazu sagen, zu dem, was gerade bei uns hier läuft. Und nachdem ihr wahrscheinlich wisst, dass wir den besten Draht in die Vergangenheit haben, würde ich sagen, stellen wir doch einfach mal gleich eine Standleitung ins 17. Jahrhundert her und schalten mal live zum Sir George ins 17. Jahrhundert und fragen ihn, was er denn zu den derzeitigen Beschränkungen sagt. Jetzt schauen wir mal, aber ob das funktioniert. 17. Jahrhundert ist nicht immer so leicht zu erreichen. Ich probiere mal mein Glück. So. Wahrscheinlich ist die Verbindung im 17. Jahrhundert besser wie zum nächsten Dorf. Manchmal meint man das. Internetwüste. Hallo! Guten Tag! Sir George, sind Sie's? Ja, meine hübsche Dame! Hallo, meine schöne Lady! Hallo! Ich bin Sir George Etheridge, der Gesandte von der englischen Königshof hier an der Reichstag von Regensburg. In Auftrag of My Majesty King James II of England, Scotland, France and Ireland, the Defender of the Faith, etc., etc. Das ist sehr beeindruckend. Als erstes darf ich aber ganz herzlich mal mich bedanken, dass Sie sich hier zur Verfügung stellen und jetzt hier Rede und Antwort. Ist ganz auf meiner Seite, meine hübsche kleine Fräulein. Dankeschön. Ja, Sie wollten ja uns jetzt Rede und Antwort stehen. Richtig. Sie haben ja auch mitbekommen, wir sind gerade ein bisschen eingeschränkt durch die Corona-Pandemie. Meine Frage an Sie, Sir George, wie haben Sie denn
jetzt den Lockdown so erlebt? Na, mein Lieber, also ich sage mal so, Regensburg ist im Vergleich zu London ja noch nie so richtig spannend gewesen. Aber in den Zeiten von der Lockdown, bloody hell, ich konnte nicht mehr in meine Gasthaus zu den Baufisch gehen. Oh, das ist natürlich schlimm. Wumpe zu leere oder ein wenig Garten zu spielen. Und danach vielleicht noch in meiner Rausche die gesamte Straße ausschlafen zu können. Das sind natürlich schon harte Einschränkungen. Ja, ich sehe schon. Aber das Schlimmste für mich, es war der Abstand von die hübschen Mädchen zu halten. Ja, da mit Sicherheitsabstand ist dann schwierig, ne? Ja, und ein Kampf, eine ordentliche Rauferei ist bei einem Abstand von 1,50 Meter ja auch nicht besonders spannend. Wird schwierig. Aber, Sir George, Sie haben vielleicht mitbekommen, mit dem Lockdown gab es ein Phänomen hier in Deutschland, aber auch in Europa, nämlich das Phänomen der Hamsterkäufe. Ja. Daher meine Frage an Sie. Haben Sie auch Hamsterkäufe getätigt? Well, meine gute Freund, der französische Gesandte, hat mir berichtet, dass die Franzosen Wein und Präservative gehortet haben. Oh, das ist sehr interessant. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Ja. Ich denke manchmal, bin ich vielleicht in Paris besser aufgehoben. Aber ich muss dir sagen, mein Sweetheart, was hat meine Sekretär gemacht? Diese Bucket hat meine ganze Weinkeller mit Klopapier zugestellt. Von dem Boden bis zu die Decke. Eine Katastrophe. Wie soll ich denn mit dem ganzen Klopapier abfallen? Aber damit sind Sie jetzt versorgt für die nächsten Jahre. Ich kann mich nicht aufhübschen, aber maybe it would be funny. Wie gesagt, damit sind Sie aber für jeden Toilettennotfall gerüstet. Ja, auf der Abort, da geht nichts fort. Jetzt aber die Frage, wie sieht es denn derzeit... Frag mich alles, was du willst, meine Hübsche. Ja, fast. Der Reichstag, tagt denn der überhaupt zur Zeit oder sind Sie auch derzeit im Homeoffice? Und wie sieht es denn aus mit Soforthilfen? Wir haben ja hier das Glück, dass der Reichstag eine lange Bank zur Verfügung hat. Und so haben wir genug Möglichkeiten, um Abstand voneinander halten zu können. Ich habe versucht, bei dem Reichstag vorzulegen, dass die Bordelle vielleicht systemrelevant sein könnte. Aber der Rat hat schwierig. Wenig aufgeklärt, dass der Abstand bei den Bordellen unmöglich einzuhalten ist. Ach, schwierig. Ja, dann habe ich versucht, eine Soforthilfe für diese armen Mädchen, die in die Bordelle arbeiten, auszurichten. Ja, auch das hat er wieder abgelehnt, dieser Ignorante. Ja, dann habe ich die gute Frau eine Soforthilfe aus meiner eigenen Tasche zukommen lassen. Das ist aber natürlich sehr großzügig von Ihnen. Das ist eine gute Investition in die Zukunft. Ja, so könnte man es auch sehen. Aber Sir George, Sie sind ja auch ein sehr modebewusster Mann, ein Mann von Welt. Ja. Derzeit herrscht ja hier bei uns in Bayern Maskenpflicht bereits ab 6 Jahren. Was sagen Sie denn so? Wird die Maske das neue Must-Have in der Modeindustrie? Naja, also ich würde schon sagen, man kann aus Maske einige schöne Sachen machen. Es gibt so viele in White und Black und in schöne Muster, vielleicht mit kleinen Blumen und Rosen. Ich habe eine sehr, sehr schöne Maske. Auf meiner Maske, da sind Möpse drauf. Möpse? Ja, also, wollen Sie gleich sehen. Ich glaube, das ist nicht für unser Nein, ich glaube, das ist nicht für unser Publikum. Wir sind nicht unter. Ja. Die süßen kleinen Hunde. Oh, Möpse. Sie sind nicht cute. Die kleine Möpse. Ja, sehr süß. Wunderschön. Cute. Fast so cute wie ihr, my dear. Danke. Sehr freundlich. Also, sagt einmal, jetzt wo die Haushalte zusammenkommen können, vielleicht könnt ihr ja meine Möpse auch mal direkt anschauen. Ich gerade höre hier auf meinem Ohr von der Regie, ist leider die Sendezeit schon beendet. Ich muss das jetzt hier leider abbrechen. So. Aber ich sage natürlich herzlichen Dank dafür, dass Sie sich hier den Interview gestellt haben. Herzlichen Dank ins 17. Jahrhundert. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bye, my dear. Ja, tschüss.
Ja, da ist er dann auch wieder weg. Ich glaube, das war dann doch ein bisschen besser. Aber man hat gesehen, ja, auch ein Sir George wäre natürlich von einem Lockdown sehr, sehr betroffen gewesen. Und was ich eben gesagt habe, für ihn war das aber gar nicht so eine neue Situation. Denn 20 Jahre bevor er nach Regensburg kam, gab es eben, man spricht auch die letzte, eine der letzten großen Pestwellen Europas. 1665, 66 gab es eben eine Pestwelle in London. Die kam von Holland, also von Niederlanden per Schiff nach England. Und jetzt muss man wissen, England, vor allem im Hafengebiet, war dicht besiedelt. Die hygienischen Voraussetzungen waren, da gab es nichts. Auch Toilettenpapier gab es selbstverständlich nicht, dass man hamstern konnte. Da musste dann eher Stroh, Gras oder Lumpen herhalten. Aber es kam wirklich so weit, dass wirklich der König aus der Stadt geflüchtet ist aufs Land. Aber man hat versucht, dem natürlich jetzt Herr zu werden. Also auch da gab es bereits Maßnahmen. So sind zwar viele Leute aufs Land geflüchtet, aber es wurde versucht, dass zum einen der Klerus in Form von Mönchen, aber auch Apotheker und Ärzte in der Stadt blieben. Andere Geschäfte wurden wiederum geschlossen. Also ähnlich zu uns, dass wirklich die systemrelevanten Sachen in der Stadt blieben. Auch wurde dazu aufgefordert, man sollte doch jetzt immer am besten stark riechende Substanzen verbrennen. Man ging nämlich davon aus, dass die Pest durch schlechte Luft übertragen wird. Und deswegen sollte man halt dann Weihrauch oder auch Hopfen verbrennen, das stark roch. Und auch Empfehlung war, dass man zum Beispiel Tabak rauchte. Die Leute sollten jetzt Tabak rauchen, weil durch den Rauch und den Dampf ebenfalls die schlechte Luft ja weggedrängt wird. Und so sollten deswegen auch Kinder Tabak rauchen. Vielleicht eine eher zweifelhafte Maßnahme. Schlussendlich kam die Pest 1666 dadurch zum Erliegen, dass London brannte. Es kam zum großen Brand im September 66, was zur Folge hatte, dass nicht nur große Teile Londons dem Feuer zum Opfer fielen, sondern auch eben die Ratten und die Flöhe, die Pest übertrugen und so dann die Pest eigentlich damit zu Ende ging. Eine etwas rabiate Maßnahme, die wir wahrscheinlich nicht ergreifen sollten, auch London hat das ja auch nicht freiwillig gemacht, dementsprechend dann doch eher Lockdown und andere Beschränkungen. Aber ihr seht, solchen für uns vielleicht heutzutage nicht mehr ein aktuelles Thema, aber in der Vergangenheit deutlich öfter. Und auch da gab es eben schon Maßnahmen, wie unser Sir George uns das zeigen konnte. Das war es aber dann auch schon wieder von uns. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte nicht schüchtern sein. Stellt sie einfach entweder hier auf Instagram oder auch auf Facebook. Wir stellen selbstverständlich den Stream wieder auf Facebook auch, wo ihr auch kommentieren könnt. Und wenn ihr sagt, es hat mir so gefallen, ich will mehr davon, selbstverständlich. Wir sind nämlich wieder jeden Tag um